Artikelnummer SCP-2003. Objektklasse Taumil. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-2003 wird im bewaffneten Standort 47, einem Typ 4 Sperrgebiet, verwahrt. Gemäß den Typ 4 Protokollen müssen sich alle zugewiesenen Forschungs-, Sicherheits- und Wartungsmitarbeiter einer erweiterten Hintergrundüberprüfung unterziehen und einen Test mit einem Heuberg-Kasawa-Kausalitätsfragebogen erfolgreich bestehen. Der Zugang zu SCP-2003 selbst ist auf Projektteilnehmer von XN Shepard beschränkt, die zuvor vom Direktor von Standort 47 berufen wurden. Alle Informationen über die determinativen Sets, Ereignisse erhöhter Wahrscheinlichkeit, bestimmte Verstärkerpersonen und das XN Shepard Programm sind klassifiziert und nur dem Direktor von Standort 47, O57 sowie dem Personal, das in die Sicherheitsprotokolle von SCP-2003 eingearbeitet ist, zugänglich. Beobachtungen von bestimmten Indikatordaten, die signifikant von den XN-Parametern des determinativen Sets abweichen, sind unverzüglich dem Direktor von Standort 47 zu melden und wie ein Notfallereignis der Stufe 5, existenzielle Bedrohung, zu behandeln. Beschreibung: Bei SCP-2003 handelt es sich um ein Gerät, das Reisen zu und von bestimmten Zeiträumen ermöglicht, die im klassischen Verständnis der Mainstream-Wissenschaft von der Raumzeit nicht möglich sind. SCP-2003 wurde von der Foundation über einen Zeitraum von 25 Jahren mit Hilfe von Technologien konzipiert und gebaut, die aus der Erforschung von SCP gewonnen wurden. Während die technischen Fähigkeiten und Designspezifikationen von SCP-2003 gut dokumentiert und bei Bedarf reproduzierbar sind, sind die wissenschaftlichen und anormalen Prinzipien hinter seiner Funktionalität derzeit noch nicht verstanden. Nach der Aktivierung ist SCP-2003 in der Lage, ein Lebewesen, welches sich in seiner zentralen Kammer befindet, zu einem Zeitpunkt zu transportieren, der im physischen Raum mit seinem gegenwärtigen Standort übereinstimmt, allerdings in einem zukünftigen Zeitraum liegt. Die Zeitspanne, die das Subjekt in die Zukunft reist, hängt von der Menge der Energie ab, mit der SCP-2003 versorgt wurde. Eine ungefähre Abschätzung ergibt die Relation von 3500 Kilowattstunden, die nötig sind, um ein Subjekt 7 Monate in die Zukunft zu schicken. Diese Beziehung neigt jedoch zu Unvorhersagbarkeiten bei hohen Energien. Personen, die SCP-2003 verwenden, existieren dann für eine Dauer von 15 bis 38 Wochen in der Zielzeitperiode, bevor sie spontan unter Beibehaltung ihrer Raumkoordinaten in ihre Ursprungszeit zurückkehren. Aus Sicherheitsgründen wurde ein gesicherter Standort für die Mitarbeiter eingerichtet, während sie ihre Rückkehr abwarten. Die besagten Mitarbeiter müssen sich 98 Tage nach der Aktivierung von SCP-2003 melden. Während SCP-2003 zeitliche Reisen für lebende Subjekte ermöglicht, hat sich der Aktivierungsprozess als sehr schädlich für die meisten Arten von tierischem und pflanzlichem Gewebe erwiesen. Die einzige bisher dokumentierte Ausnahme ist Gewebe, das mit dem tierischen Nervensystem in Verbindung steht. Aus diesem Grund muss das für die Reise mit SCP-2003 vorgesehene Personal entsprechend präpariert werden. Für Details siehe beigefügte Dokumente. Versuche haben gezeigt, dass unter den derzeitigen Bedingungen SCP-2003 bis zum Dezember des Jahres 2348 funktionsfähig und unter Kontrolle der Foundation bleibt. Anhang 2003-A. Allgemeine Ergebnisse der SCP-2003-Forschung. Der erste Einsatz von SCP-2003 erfolgte 1995. Es wurde entsprechend modifiziertes Personal eingesetzt, um zukünftige Bedingungen und Ereignisse zu beobachten. Der Zweck dieser Einsätze war es zum einen, die Natur der Reisen mit SCP-2003 zu untersuchen und zum anderen Daten zu sammeln, die es der Foundation ermöglichen sollten, zukünftigen anormalen Phänomenen besser zu begegnen. Die Ergebnisse dieser ersten Mission offenbarten mehrere wichtige Prinzipien für das Verständnis der Beobachtungen zukünftiger Ereignisse. Die mit SCP-2003 erfassten Daten sind ungenau. Frühe Erkundungsmissionen lieferten eine große Menge an Daten über zukünftige Ereignisse. Die anschließende Beobachtung unserer Baseline-Realität hat jedoch ergeben, dass diese Beobachtungen nicht vollständig prädiktiv sind. Während die gesammelten Daten es der Foundation ermöglichten, 1997 eine größere Sicherheitsverletzung von SCP in Standort 19 zu verhindern, trat 1999 ein katastrophales Erdbeben vor der Küste der westlichen USA, welches von mehreren Außendienstmitarbeitern via SCP-2003 beobachtet wurde, nicht auf.
Mit der gesteigerten Menge an gesammelten Daten konnte eine Meta-Analyse die Beobachtungen richtig kontextualisieren und eine Eintrittswahrscheinlichkeit für bedeutende Ereignisse in der Zukunft vergeben. Es hat den Anschein, dass bestimmte Personen die Kausalität überproportional beeinflussen. Da die Katalogisierung möglicher zukünftiger Ereignisse durch die Foundation nach Abschluss weiterer Erkundungsmissionen zunahm, wurden bestimmte Ereignisse, die dem Auftrag der Foundation behindern könnten, als unerwünscht betrachtet. Frühe Versuche, diese Ereignisse zu beeinflussen, hatten jedoch nur gemischten Erfolg. Während die Manipulation und/oder Eliminierung einiger Einzelpersonen Missionsziele erreichte, schlugen andere Versuche der Foundation, Ereignisse zu beeinflussen, fehl, selbst wenn mehrere als wesentlich erachtete Akteure liquidiert wurden. Die Meta-Analyse hat festgestellt, dass in einigen Fällen die Handlung oder sogar die Existenz von Personen ohne erkennbaren Bezug zu Großereignissen manchmal in Regionen, die tausende von Kilometern entfernt sind, tiefgreifende und unmittelbare Auswirkungen auf diese Ereignisse haben. Seit dieser Entdeckung haben die Forscher eine Datenbank über diese Personen etabliert. Nur wenige kohäsive Zukünfte sind für das weitere Bestehen der Menschheit tolerierbar. Während die beobachteten Bedingungen eine Tendenz zur Variation bei jeder Erkundungsmission aufweisen, wurde eine grobe Reihe von konsistenten Zeitlinien beobachtet, die in Foundation-Datenbanken als determinative Sets katalogisiert sind. Die meisten dieser determinativen Sets bestehen aus einer kollektiven Zukunft, die entweder die Erde für die menschliche Zivilisation und in einigen Fällen das Leben insgesamt ungeeignet macht oder zu Bedingungen führt, die dem Wohlbefinden der meisten Menschen direkt abträglich sind. Die Gründe für den relativen Mangel an langfristigen Überlebensszenarien, falls vorhanden, sind zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt, ebenso wie jeder Zusammenhang mit der ständig zunehmenden Beobachtung von anormalen Phänomenen, die von der gesamten Foundation dokumentiert werden. TS/2003/vertraulich. Zugriff gewährt. Anhang 2003-B. Mitarbeitereinsatzvorbereitung. Aufgrund der Art der Auswirkung von SCP-2003 auf die menschliche Anatomie müssen besondere Vorbereitungen getroffen werden, um die Mitarbeiter für temporale Reisen in einen Zustand zu bringen, der sowohl für das Überleben als auch für die Erfüllung der Missionsziele geeignet ist. Aufgrund der Sensibilität der Aufgaben, die während der SCP-2003-Mission zu erfüllen sind, wurden D-Klasse-Mitarbeiter als ungeeignet eingestuft. Für die Rekrutierung von SCP-2003-Subjekten sind Mitarbeiter nahe des offiziellen Rentenalters oder darüber hinaus zu bevorzugen. Ebenfalls bevorzugt werden Mitarbeiter, bei denen eine unheilbare Krankheit diagnostiziert wurde, die die neurologischen oder zerebrospinalen Funktionen nicht beeinträchtigt. Die Besoldung von Personal, das sich für eine Reise mit SCP-2003 freiwillig meldet, wird für den Zeitraum des Einsatzes auf Tarifstufe 6 umgestellt. Alle Überlebenden haben Anspruch auf das erhöhte Leistungspaket, das über die normalen geheimen Kanäle verteilt wird. Vor der Präparierung durchlaufen die ausgewählten Mitarbeiter ein erweitertes sensorisches Deprivationstraining, das gleichzeitig mit einem Training in simulierten Umgebungen stattfindet, die den Erfahrungen der Insassen des XX890-V Life Function and Observation LFO Systems entsprechen. Während dieser Zeit muss das Personal eine prophylaktische Behandlung mit Antidepressiva und Antipsychotika und unter der Aufsicht von medizinischem Personal durchlaufen. Nach Abschluss des Trainings ist sämtliches Hirngewebe, Nerven und damit verbundene Nervensysteme operativ zu entfernen und in das XX890-VLFO-System zu transplantieren. Alle nutzbaren Organe sind anschließend dem medizinischen Protokoll entsprechend zu entnehmen. Die aktuellen Richtlinien erlauben dem XX890-V-LFO-System inklusive Insassen das viermalige Nutzen von SCP-2003. Wenn sich das Personal nicht im Einsatz befindet, ist es in einem künstlichen Koma zu halten. Dies basiert auf Forschungen, die ergaben, dass im Mittel etwa 18 Monate nach der Transplantation die Kommunikation und sonstiges Feedback der XX890-V-Insassen aufgeregt und unverständlich wird. Informationen über die Natur des XX890-VLFO-Systems ist klassifiziert und nur für leitende Mitarbeiter zugänglich. Anhang 2003-C. Überblick über das XN Shepard-Programm. Memorandum. An bewaffneter Standort 47 Direktor von O57. Betreff: Determinatives Set XN.
Bis zu diesem Zeitpunkt waren alle Versuche, die Zukunft mit SCP-2003 zu beeinflussen, in ihrem Umfang begrenzt und passierten nach dem Gießkannenprinzip. Mir ist der Vorteil dieses Ansatzes bewusst und er wird durch die sorgfältige Planung für Notfälle und eine Kosten-Nutzen-Abwägung unterstützt. Betrachtet man aber die Berichte der vergangenen 18 Monate, so ergibt sich eine vielversprechendere Option. Solange wir nur mutig genug sind, die Initiative zu ergreifen. Wir haben vielleicht einen Weg herausgefunden. Es gibt allerdings einen Preis. Es gibt immer einen Preis, wie Sie wissen. Betrachten Sie diesen Hinweis als eine offizielle Änderung unserer Richtlinien. Seit heute zielen alle Interventionsbemühungen darauf ab, XN zu verwirklichen und zu erhalten. Die bekannten Schlüsselfiguren, die mit XN in Verbindung stehen, sind vor unzulässigen Eingriffen auf Kosten aller anderen Prioritäten zu schützen. Insbesondere muss Nurodjakne erlaubt werden, in der Weise zu sterben, wie es die meisten Beobachtungen für sie vorhergesagt haben. Wenn sich in dieser Hinsicht etwas ändert, dann sorgen Sie dafür, dass es trotzdem passiert. Ich vertraue darauf, dass Sie mit dem Rest der determinativen Sets vertraut genug sind, um zu verstehen, warum wir diesen Weg gehen. Noch eine Sache. Sämtliche Kommunikation, und ich meine sämtliche, mit jemandem außerhalb von Standort 47 erfordert eine Freigabe und muss über mein Büro geleitet werden. Anhang 2003-D. Auflistung der bekannten determinativen Sets. Bevorzugtes Set XN. Aktuell dokumentierte Realität. Die Gesellschaft setzt ihre Entwicklung entlang der etablierten Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialprognosen der Foundation fort. Die Häufigkeit anormaler Aktivität zeigt sich weitgehend im Einklang mit derzeitigen Raten. Nach übereinstimmender Meinung bleibt diese Realität erfolgreich, bis im Jahr 2349 der zuvor unentdeckte, 22 Kilometer im Durchmesser fassende Asteroid 83345 Moore mit der Erde kollidiert und dabei sofort den Großteil der menschlichen Bevölkerung tötet und den Planeten in einem Zustand hinterlässt, der ungeeignet ist für eine nachhaltige menschliche Existenz. Siehe Anhang 2003-C. Andere dokumentierte Sets. XB. Die gesellschaftliche Entwicklung verläuft zunächst ähnlich wie bei XN. Am 23. April 2017 kommt es jedoch zu einem Gammastrahlenausbruch aus der Nähe von HD 188753, welcher direkt die Erde trifft. Der Ausbruch dauert 2 Minuten und 38 Sekunden und tötet alle bekannten Lebensformen. Forscher, der dieses Szenario zum Zeitpunkt des Gammastrahlenausbruchs direkt beobachtete, war das einzige bekannte Lebewesen, welches das Ereignis überlebte und bis zu seiner Rückkehr 52 Tage später weiter Daten sammeln konnte. Studien über die Verwendung des XX890-VLFO-Systems für Gebiete mit hoher Strahlenbelastung stehen noch aus. XE. Die Wahl von Sir William Entwistle zum Premierminister Neuseelands im Jahr 2049, verbunden mit der Geburt eines unbenannten Säuglings am selben Tag in der Provinz Ahal in Turkmenistan, führt zu einer eskalierenden Kette von Ereignissen, die 2058 in einem zivilisatorisch-zerstörerischen nuklearen Schlagabtausch zwischen Israel und Großindonesien gipfelt. Alle Versuche der Foundation, sich in das Leben einer der beiden Personen einzumischen, führen lediglich dazu, dass der Zeitpunkt des nuklearen Waffeneinsatzes früher eintritt. In allen Permutationen dieses Sets wird die Existenz der Foundation genau 86 Tage vor der Detonation der nuklearen Sprengköpfe allgemein bekannt. XH. Zwischen den Jahren 2023 und 2034 nähern sich die Regierungen der Welt den globalen Angelegenheiten mit einem radikal verstärkten Maß an Zusammenarbeit, nachdem eine hochvirulente Grippeepidemie ausbricht, die weltweit etwa 1,4 Milliarden Menschenleben kostet. In den 2040er und 2050er Jahren werden viele langjährige ethnische Konflikte durch das Eingreifen multilateraler Organisationen gelöst, endemische Armut und Hunger in Gebieten wie Subsahara-Afrika und den indischen Subkontinent werden erheblich verringert und in allen Küstenregionen werden Großprojekte zur Minderung des Meeresspiegelanstiegs durchgeführt. Am 29. Juli 2059 verschwindet die gesamte Erdbevölkerung spontan mit allen bekannten Tierarten, ohne dass eine Rückkehr im Zeitrahmen der Reise beobachtet werden kann. XJ. Eine Entität, die später als ein exaktes Duplikat von Dr. Masako Koizumi identifiziert wurde, einem der ursprünglichen Forscher, der für SCP
vor der Eindämmung verantwortlich war, erscheint am 1. April 2011 in einem der inneren Sicherheitsperimeter von Standort 47. Die Entität verlangt, dass die geplante Euthanasie von Dr. Koizumi an anderer Stelle innerhalb der Einrichtung unverzüglich abgesagt wird. Da SCP zum Zeitpunkt der Eindämmungsetablierung nicht funktionsfähig war, sind die Mittel, mit denen die Entität diese Anfrage stellen kann, unbekannt und ein Ursprung in der Zukunft wird angenommen. Aufgrund der Etablierung des 12. K-Failsafe-Protokolls ist es jedoch für das Personal der Foundation unmöglich, die Forderung zu erfüllen, was zu einem zeitlichen Paradoxon von Typ Alpha 8 führt. Diese Reihe von Ereignissen wiederholt sich für unzählige Male, was zu einem eventuellen Zusammenbruch der Raumzeit, wie die Menschheit sie derzeit versteht, führt. Dieses Szenario wurde letztendlich verhindert, indem die Mitarbeiter das Duplikat von Dr. Koizumi sedierten, es in ein XX890-V-LFO-System transplantierten und unter Aufwendung der kompletten verfügbaren Energie mittels SCP-2003 transportierten. Zeitliche Komplikationen, die aus dieser Aktion resultieren könnten, sind unbekannt, treten aber vermutlich nicht vor dem Jahr 2349 auf. XO. Die Häufigkeit anormaler Phänomene beginnt ab 2037 um mehrere Größenordnungen zuzunehmen. Die Foundation verliert bis 2039 die Fähigkeit, die Normalität umfassend zu schützen und die Weltzivilisation fällt in eine Phase des Chaos und der Umwälzung. Millionen von Menschen sterben infolge spontaner Unruhen und Massenselbstmorde werden auf der ganzen Welt zur Regel. Zahlreiche messianische religiöse Bewegungen formieren sich schnell und tragen wesentlich zu Bürgerkriegen und inneren Konflikten bei. Bis Mitte der 40er Jahre haben mehrere Sekten und Überreste nationaler Regierungen erfolgreich verschiedene anormale Phänomene zu Waffen umgewandelt und die Menschheit ist bis 2048 ausgelöscht, mit Ausnahme einer kleinen Gruppe von Überlebenden, die in den Überresten von Standort 104 untergebracht sind. Jeder Kontakt mit dieser Gruppe geht verloren, nachdem sie den K-Flügel von Standort 104 entdecken. Aufgrund der Öffentlichkeit anormaler Phänomene in diesem Szenario sind die gesammelten Daten umfangreicher als bei anderen determinativen Sets, da Agent offen und ungehindert arbeiten konnte. XR. Die Population des Homo Ignotus, deren Größe von der Foundation auf etwa 500 Individuen geschätzt wird, wächst 2015 über Nacht auf etwa 8 Millionen an. Es kommt zu einem kurzen, gewalttätigen Konflikt zwischen den vereinten Kräften der Foundation und Homo Ignotus. Jeder Widerstand gegen Homo Ignotus wird innerhalb von 3 Tagen systematisch zerstört. Die Menschheit wird dann. Unsere Forscher vertreten derzeit unterschiedliche Theorien darüber, ob dieses determinative Set die Absichten der aktuellen Homo Ignotus-Population voraussagt, wobei die aktuelle Hypothese und am meisten Unterstützung findet. Notizen. Daten gelöscht. XS. Das determinative Set XS verläuft ähnlich wie XN bis zu einem unbestimmten Datum im Jahr 2019, an dem der bewaffnete Standort 47 sowie das gesamte Wissen über SCP-2003 der Foundation verloren gehen. Forscherin wird von der XS-Version der Foundation während ihrer Beobachtungsmission im Jahre 2022 festgesetzt und bis zu ihrer Rückkehr als SCP klassifiziert und verwahrt. Forscherin wird von Mitarbeitern der XS Foundation am Beginn ihrer nächsten Beobachtungsmission gefangen und kehrt ohne Daten und ohne Teile ihres Hirngewebes zurück. Es sind keine weiteren Informationen über das determinative Set XS verfügbar. Notizen. Level 4 Sicherheitsfreigabe erforderlich. XU. Am 17. Februar 2026 kollabiert die Sonne entgegen aller astronomischer Modelle und dem Verständnis der klassischen und Quantenmechanik plötzlich zu einem schwarzen Loch, obwohl sie den allgemein anerkannten Massengrenzwert zur Auslösung eines solchen Ereignisses nicht erfüllt. Trotz der fast sofortigen Abkühlung der Erde und allen anderen Planeten im Sonnensystem auf etwa minus 270 Grad Celsius und der Eliminierung aller anderen Lebensformen sind Menschen nicht in der Lage zu sterben. Sie behalten ihr Bewusstsein trotz fehlender fortdauernder biologischer Funktion und fast völliger Einstellung aller molekularen Bewegungen bei. Dieses determinative Set ist ein Subset des zuvor als Set XT bezeichneten Sets. XT war eine Zukunft, in der ein einziges totalitäres Regime die Kontrolle über den Planeten übernommen hatte und versuchte, verschiedene subversive Organisationen zu eliminieren, insbesondere die Foundation. Unsere Forscher versuchten, dieses Szenario abzuwenden, indem sie 3 als essentiell identifizierte Personen aus Südkorea auf die internationale Raumstation schickten. XU folgte als Ergebnis. XW. Wesen, die stark an menschengroße animierte Version von SCP
erinnern, manifestieren sich am 13. August 2019 in den meisten großen Ballungszentren des Planeten. Anstatt die Menschen in Angst und Panik zu versetzen, werden diese Wesen jedoch schnell akzeptiert, insbesondere nachdem sie zu technischen Fortschritten in der Medizin, der Energieerzeugung, der Landwirtschaft und der Kunst beigetragen haben. Bis Ende 2022 nehmen Tausende von Menschen bereitwillig an einem experimentellen Programm teil, um das Bewusstsein einer Vielzahl von Menschen in einer einzigartigen Entität zu verbinden. Im Jahr 2024 erschaffen diese Wesen einen voll ausgewachsenen Menschen, von dem angenommen wird, dass er einen Verstand besitzt, der aus den übertragenen Bewusstseinen von etwa 134.000 Menschen besteht. Dieser Mensch wird dann in eine Zelle gesperrt, die automatisch mit Nahrung und Wasser versorgt und von jeglichem äußeren Kontakt abgeschottet wird. Alle anderen Menschen werden bis Ende des Jahres systematisch vernichtet. Die letzten beiden Mitarbeiter, die zur Beobachtung des determinativen Sets XW, Agent und Forscher entsandt wurden, sind nicht zu ihrem Ursprungszeitpunkt zurückgekehrt und gelten zum gegenwärtigen Zeitpunkt als vermisst. XX. Eine bis dato in unserer Zeitlinie unentdeckte Art von Protisten, ne, von Foundation-Forschern als Nephroisospora aranea bezeichnet, erfährt ein geometrisches Wachstum der Population, vermutlich aufgrund einer Mutation, die es ihr ermöglicht, in fast allen wässrigen Umgebungen zu überleben. N. aranea erweist sich als ausgesprochen versiert darin, in menschlichen Nervengewebe einzudringen, dort zu überleben und eine der Toxoplasmose ähnliche Erkrankung auszulösen, welche den Menschen veranlasst, eine monomane Vorliebe für Phoneutria nigriventa, die brasilianische Wanderspinne, zu entwickeln. Bis 2028 sind fast 85% der menschlichen Bevölkerung infiziert und der größte Teil der weltweiten Ressourcen wird für die Erhaltung und Zucht von P. nigriventa aufgewendet. Nicht infizierte Personen werden gefangen genommen und in den meisten Fällen in Zuchtanlagen von P. nigriventa interniert, um als zusätzliche Nahrungsquelle für die Spinnen zu dienen. Durch den weltweit einzigartigen Fokus auf die Produktion und Erhaltung der Spinnenpopulation werden Ernteausfälle und Infrastrukturdegradationen systemisch und eine globale Hungersnot führt in den 2030er Jahren zum Tod von rund 6 Milliarden Menschen. Es wird an möglichen anormalen Ursachen für die erhöhte Prävalenz von N. aranea und oder die Art seiner Funktion als Krankheitserreger geforscht. XZ. Die Erde ist vollständig entvölkert. Im Zentrum aller ehemaliger Großstädte wurden große Anlagen errichtet, die eine sofortige Reise zu einem weiter entfernten Punkt im Weltall ermöglichen, der Untersuchungen zufolge in der Nähe des Hydra-Superclusters verortet wird. Beobachter auf späteren Missionen wurden autorisiert, diese Anlagen zu betreten und sie wurden in Folge zu einem Planeten mit erdähnlichen Biomen und einer funktionierenden menschlichen Zivilisation transportiert. In allen Fällen wurden die zu diesem Ort transportierten Beobachter von den Bewohnern dieses Planeten sofort bemerkt. Während die Bewohner darauf verzichteten, mit den Beobachtern zu kommunizieren, wurde jeder Beobachter anschließend durch ausgewählte Orte auf dem Planeten geführt, darunter große öffentliche Bauprojekte, Denkmäler, Museen und andere kulturell bedeutende Orte. Die menschliche Zivilisation des Hydra-Superclusters ist offenbar nach modernen Maßstäben fortgeschritten und verfügt nur über wenige der Faktoren, die am häufigsten Gesellschaften negativ beeinflussen. Diese Zivilisation hat über den bisherigen Beobachtungsbereich hinaus Bestand, was auf ein kontinuierliches Überleben hindeutet. Weitere Untersuchungen unter XN Shepard wurden genehmigt. Neubewertung des bevorzugten Sets ausstehend.